Zurück, wir sind mit Dark Souls 3. Und wir stehen wieder an der Treppe zu unserem Bossfight, der gar kein Bossfight ist im Grunde, weil er nicht als ein solcher angekündigt wird. Ich gucke auch mal, ja, läuft alles wunderbar. Und wir starten die Zeit und gucken mal, ob wir den in dieser halben Stunde doch besiegt bekommen noch. Wo ich jetzt mal schwer von ausgehe. So. Froh, dass ich diesen Ring habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Regeneriert. Was macht er? Alter, ich konnte ihn komplett blocken, den Schlag. Er hat eiskalt nur seine Beine verloren. Alter! Ich habe ihn gestappt. Seele eines verehrten Dämons. Okay, das war jetzt ziemlich geil. Da waren zwei geile Sachen. Verliert die Beine und ich habe ihm einfach mal das Schwert in die Fresse gerammt. So muss es sein. Und nur sieben Leute haben es im Stream gesehen. Eine Schande eigentlich. Aber ihr könnt das ja alles auf YouTube nachholen. Das ist nicht klasse. Hey. Ich habe ja heute die ersten Teile hochgeladen. Da haben schon 10 geguckt. Oh, ein Geheimpfad. Ich finde es mit den. Leider nicht, Julian. Okay, wo sind wir hier? Oh, den habe ich von. Aus der Ferne habe ich den doch gesehen. Ey, wenn das jetzt ein lebendiger ist. Das ist ein anderes. Ich wollte das normale Kloster werden. Jenes habe ich aber auch gerade gefunden, von nicht allzu langer Zeit. Ist das etwa Illusion? Nee, nee, dann weiß ich aber, wo du bist. Ja, die geben doch nichts, oder? Alter, wo kommt ihr alle her? Alter, ich habe jetzt plötzlich hier eine Armee am Start. Jan gegen die. Okay, eine kleine Armee, aber es ist eine Armee. Ich kann auf beinahe einmal aufsteigen. Bam! Typen? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe ihn nicht gefunden. Ja, ich dachte auch, aber. Nee. Scheiße. Also ich habe ihn nicht gefunden. Wenn du ihn findest, Info an mich.
habe einen Lichbär gefunden. Scheiße. Hier liegt einfach ein fucking Drache. Ja, aber der sieht... Ich bin mir auch uneinig, was er ist. Ja, aber ob er lebendig oder tot ist. Vor allem hier, ich habe keinerlei Feedback, ob jemand gegen den gekämpft hat oder nicht. Ich bin so am Überlegen, hau ich drauf oder laufe ich weg? Oder woanders hin? Zumindest. Fragen über Fragen. Meine Damen und Herren. Und da ist auch noch jemand. Glaube ich. Ein Pilger. Nee. Scotty. Bitte hochbeamen. Schlag ihn. Schauen wir mal. Hä? Und da kommt... Da ist schon wieder so ein Krieger. Wo kommen die her? Schau mal. Ja, was sagt dir das? Ja, den hast du so lange bis... Na? Wenn man nicht weiß, haut man drauf. Das ist auch meine Philosophie. Das bringt nichts. Wir hauen nochmal drauf. Trenn ihm den Schädel ab. Es ist ihm scheinbar egal. Aber wo kommen hier die Leute her? Das würde mich jetzt doch interessieren. Ich habe so das Gefühl, ich bin hier an einer unfertig programmierten Stelle. So fühlt sich's jetzt gerade auf jeden Fall ein bisschen an. So. Tja, schade. Schreibt man im Chat. Zu Recht. Aber die Frage ist, wohin? Wohin gehen? Da komme ich nämlich nicht hoch. Oder ich muss noch weiter runter. Nope, das ist keine Alternative. Alter, bin ich blind? Bin ich blöd? Oder beides? Nicht nur der Dämon, den ich besiegt habe, ist verloren. Auch ich bin es. Ja, das ist von diesen wurmartigen Viechern. Vielleicht hier irgendwo weiter. Ah, okay. Hier komme ich wieder hin. Uiuiui. So, was mir übrigens aufgefallen ist, oder vielleicht hast du es auch schon herausgefunden oder gemerkt, wenn du jetzt springst und dann keine weitere Eingabe machst, macht er keine Rolle mehr. Ich bin da auch noch nicht weitergegangen. Ich bin in das andere Gebiet gegangen, tatsächlich. Hey Kind, wer bist du denn? Wo willst du hin? So. Das hast du gut gemacht. Aber was ich schön finde, aber das war ja auch in Dark Souls 2 schon so,
dass ich oder dass man hier so einen Weg durchgeht und nach die Sachen hängen zusammen. Also nicht du startest irgendwo und teleportierst dich dann von A nach B. Wobei das war in Dark Souls 2 fast noch ein bisschen offener, weil du da mehrere Wege hattest, wo du nur halt nicht weiterkamst, die sich erst nach und nach geöffnet haben. Weil hier geht man irgendwie so einen Weg und kommt schon immer in die Gebiete. Es teilt sich jetzt zwar so langsam in zwei Gebiete, wo du hingehen kannst. Also wahnsinnig viel ist das auch nicht. Das ist schön. Dachte ja nur. So, aber wir sind immerhin da weggekommen. Welcome home, Ashen Mich würde es One. ja mal Speak your interessieren, heart's warum desire. alle Feuerhüterinnen blind sind. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from Nicht die these Kuppenwand. softened souls. Er hat auch zu viel ins Licht geguckt. Farewell, Ashen One. Das ist schade. Ja, wir. So, da hat noch mal zwei. Oh shit, das lernt ja nicht. Ich glaube über 9000. 9064. Das heißt, wir brauchen. Ja, Nintendo 64 brauchen. Na, wie heißt's? Welcome home, Reality, Ashen One. Reality. Very well, Ja, then ich bin touch gut im the deep Nerdquiz. nourishment from these sovereignless Aber ich souls. weiß. Ja. Und das war Martin. Project Dolphin. Farewell, Ashen. Und GameCube ist richtig. Project Dolphin war GameCube. Da, deswegen heißt auch der Emulator für den GameCube Project Dolphin. Beziehungsweise Dolphin Emulator. Gut, dann kämpfe ich mich jetzt halt weiter durch diesen Sumpf. Ich habe zwar keine Lust drauf, aber was willst du machen? Rüstung des Gefallenen, Ritter die Rüstung. Ungnade gefallener Ritter. Weiter habe ich nicht dazu können. Kann ich leben? Infect you are. Hau ich sie mit zwei Schlägen kaputt. Oh, untoter Knochen und Splitter. Geil. Das hat sich gelohnt. Ein zweiter, den ich gefunden habe. Das ist gut. Hier ist doch, ist es ein Tor? Ich finde es übrigens schön mit den Fackeln. Gefällt mir richtig gut. Jetzt ist ja nicht mehr zeitlich begrenzt, dass du hier Fackelzeit einsammelst. Ich habe mir da eine für 300 Seelen gekauft. Die macht richtig hell zum Teil. Also wenn du in ein dunkles Gebiet kommst, lohnt die.
Was ihr das möchtet. Doch, ist eine Fackel, so früher halt. Aber ist auch cool. Das sieht schön aus. Oh fuck. Oh fuck. Aber ihr rechnet nicht irgendwie mit mir, habe ich so das dumme Gefühl. Ich lebe noch? Scheiße, ich lebe nicht. Alter Mann. Ja, ich hatte noch ein Hauch Leben in mir. Und das hat meine Vergiftung dahin gerafft. Ich raffe jetzt auch mal diese Pepsi dahin. Eine gute alte Pepsi. Eine gute alte Pepsi, liebe Leute. Eine gute alte Pepsi. Das Feuer sieht auch so super aus. So sollte, glaube ich, auch Dark Souls 2 aussehen, kann das sein? Alter! Vollnis Schild oder so. Was, Zwerge? Was sind die? Ich dachte jetzt, die Zwerge aus dem zweiten Teil sind wieder am Start. Ah, super. Ja. Naja, so richtig Zwerge waren sie nicht. Also, Vollblutzwerge, will ich sagen. Ja, so, halten wir hier. Alter, drei Schläge. Das ist gut. Boah, das hast du gesagt. Ich merke gerade, wie das Leveln der Stärke sich auszahlt. Flamme löschen. Will ich das? Oh, irgendwas passiert, liebe Leute. Ich habe die Flamme gelöscht. Ich ahne Schlimmes. Ich gucke nach oben. Irgendwas hört jetzt irgendwas auf zu brennen. Tatsächlich. Der war das jetzt gut oder schlecht? Ist die Frage. Ich glaube. Bis jetzt ist es nicht schlecht. Irgendwas hat angefangen, was anderes hat Feuer gefangen an einem Tor. Kann es sein, dass ich davon mehrere Altäre finden muss? Diese Klumpen, die da hängen, ich traue denen nicht. Hui! Scheiße! Reißt mir einfach den Kopf ab. Könnte sein, dass ich jetzt eine Situation verschlimmert habe. Er reißt mir wieder den Kopf ab. Wie
wie finde ich denn das? Ja, die sind cool. Da kommst du voll auf deine... Ja. Immer auf seine Kosten. Habe auch schon gesagt. Federn sind Hammer. Oh Mann! Jetzt irgendwann mal reißt du mir wirklich den Kopf ab. 20 Steine. Alter, jetzt mach halt die Attacke 100 Mal. Hat mir jetzt 5 Mal das Genick gebrochen. Wenn es nur so wäre, wenn es der Arsch aufgerissen wäre, dann wäre es nicht so schlimm. Alter Mann. Aber vielleicht muss ich da ja gar nicht hin. Vielleicht gehen wir einfach in die Richtung wieder weiter. Es sieht so aus. Vielleicht komme ich da jetzt einfach durch das Tor locker flockig. Oder ich muss das noch dreimal machen. Ist da etwa geschafft, aber Zeit für Dresche. Bitte was? Also zwei Schläge ist echt angenehm. Oh nein, ihr nun wieder. Habt ihr eigentlich kein Zuhause? Das ist meine Frage. Alter. Gargoyle Flammenhammer. Das ist ja der Hammer. Die Frage ist, wie komme ich weiter? Ich sitze gerade ein bisschen in einem Art Zwiespalt mit mir. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Also ich weiß, wo es theoretisch weitergeht. Aber praktisch, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Wo willst du, dass ich hingehe? Ja, vielleicht mit grünem Kraut oder so. Achso. Das bringt ja gar nichts. Das konsumieren könntest, um mehr Ausdauer zu bekommen. Das wäre gut. Oder irgendwas. Okay, das heilt mich. Okay. Haben auch da mal drauf geschlagen. Hast du schon diesen Typ mit den zwei Schwertern gesehen? Da wo du dann so an der Treppe hoch bist. Kannst du dich dann noch daran erinnern? Nein. Nur ein Typ mit zwei Dual-Wielding Zweihandschwertern. Der relativ flott unterwegs ist. Da wo du runter bist, dann zu diesen wurmartigen Viechern. So dazwischen. Übergang, wenn man so möchte.
Ja, Leute, ich werde mir erstmal in eine andere Richtung werden wir mal fortsetzen. Kapelle der Läuterung. In diese Richtung werden wir uns jetzt mal begeben. Pharaon Blitzschwert. Und dann schauen wir mal, dass wir noch ein Level müssen wir jetzt noch hochkommen, damit wir das Großschwert auch führen können. Und dann gibt's aber Fratzengeballer, hoffe ich. Was? So stark gibt's nicht. Alter! Was geht hier ab? Die unten mit dem langen Schwanz. Sieht fantastisch aus, das Spiel. Mal gucken, ob ich da irgendwie mal ein Feuer finde oder so. Das ist auch sehr befriedigend, sich durch diese Horden da zu kloppen. Okay, als Standardgegner. Ich werde verrückt. Das ist meine Chance anzugreifen. Grabwächter Rock. Halt so langsam, aber sicherlich am Leben. Wir saugen. Ja, da auch. Hier wurden zu viele Leute begraben. Würde ich sagen. Ich gehe jetzt mal die Treppe hoch. Jetzt stehe ich vor einem Tor. Da geht es aber auch nochmal nach rechts. Rotes irgendwas habe ich eingesammelt. Bring da mal ein. Oh, Feuerlanze hat der. Nicht gut. Die haben alle Feuer. Das ist doch Kacke. Martin, was sagst du zu der ganzen Situation? Wie überblickst du das? Dann halte ich das für eine sehr unfreundliche Geste deiner Seite, dass du uns einfach nicht zuhörst, wie wir hier vor uns hin labern. Danke für deine Zustimmung. Ja, kennst ihn doch. Oh nein! Nein, nein! Du bleibst mal, ihr bleibt alle mal da unten. Ihr gehört hier alle nicht her. Ach, hier, da ist dieser Zwerg, von dem du sprachst, mit der Axt.
Du meintest vorhin Zwerg. Du kannst dich aber auch echt an Zwerge. Ja, es sind zwei. Scheiße, die haben mich entfliehen. Der hat einen Flammenberg. Und die Zeit ist abgelaufen. Liebe Leute, das war's mit diesem Teil. Dran geblieben, es geht gleich weiter. Und für alle, die auf YouTube zugucken, bis auf dann.